In diesem Video der Reihe Rätselspiele in der mittelalterlichen Lyrik möchte ich zunächst auf die Thesen in Tobias Buhlangs Beitrag zu den Geltungspotenzialen enigmatischen Sprechens in der Sangspruchdichtung eingehen, die er an einigen Beispielen aus der Boppe-Überlieferung in der manessischen Liederhandschrift entfaltet und diese dann auf eine Gruppe von Rätselstrophen Reinmars von Zweter sowie Fickfeuers beziehen. An Buhlangs Überlegungen interessiert uns vor allem der Begriff des enigmatischen Sprechens im Zusammenhang des problematischen und in der Sangspruchdichtung selbst oft problematisierten Verhältnisses von geistlichem Wissen, welches sich nicht selten als von Legitimationsanspruch aus gesehen prekäres Offenbarungswissen ausweist und in Sängeramt, welches in seiner gesellschaftlichen Rolle und nicht zuletzt in seiner ständischen Position auf höfische Normen festgelegt ist. Buhlangs Argumentation setzt an bei der institutionentheoretischen These eines prekären Status der Spruchdichter des 13. Jahrhunderts, der sich in der Spannung zwischen selbstbewusstem Geltungsanspruch und gleichzeitig stetig drohendem Geltungsverlust durch Kritik und Einsprüche ausfaltet. Die Aufführungskunst des Sangspruchdichters erscheint vor diesem Hintergrund jeweils als ein Geltungskampf. Diese These, die nicht zuletzt systemtheoretischen Modellen aufruht, wurde vor allem vertreten durch die Forschungen des ehemaligen Dresdner Sonderforschungsbereiches 537 Institutionalität und Geschichtlichkeit. Mit einem altgermanistischen Teilprojekt, das vor allem mit dem Namen des 2019 ausgeschiedenen Direktors der Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, Peter Strohschneider verbunden ist, der Entscheidendes zur historischen Interpretation der gesellschaftlichen Rolle des Sangspruchdichters im 13. Jahrhundert beigetragen hat. An seinen und Beate Kellners Beiträgen zur Geltung des Sanges sowie zur Poetik des Krieges kommt man bei der Beschäftigung mit der mittelalterlichen Lyrik kaum vorbei. In diesem Umkreis ist Buhlangs Beitrag zu verorten. In der aktuellen Forschung zur Sangspruchdichtung werden einige dieser frühen Thesen nicht mehr ganz so emphatisch vertreten. Vor allem was die Prekarität des Geltungsdiskurses anbetrifft, welche den Sänger nicht nur in seiner gesellschaftlich akzeptierten Rolle im Literatursystem des Hofes, sondern auch ganz besonders in seiner individuellen Existenz bedrohe, sieht man heute eher im Kontext eines komplexen Zusammenspiels von Heteronomie und Autonomie der Literatur und fragt nach einer adäquaten Verhältnisbestimmung von Autor, Gönner und Text im mittelalterlichen Literaturbetrieb. Wenn Entstehung, Rezeption und Tradierung der Texte grundsätzlich auf die Förderung durch Gönner und Gönnerinnen angewiesen sind, worauf der ausgeprägte milde Diskurs in den Texten verweist, müssten zwar historische wie poetologische Textaussagen auch als faktische Entstehungszeugnisse in einem historisch-sozialgeschichtlichen Bezugsrahmen interpretiert werden. Dies bestätigt das Textverständnis der Forschungstradition, die sich mit der historisch-gesellschaftlichen Situierung von Dichtung an den geistlichen und weltlichen Fürstenhöfen und ihrer Gönner beschäftigt. Demgegenüber kommt aber die jüngere, dezidiert textimmanent arbeitende Hermeneutik, die nach der Ausprägung, Legitimierung und Geltung poetischer Artistik spezifisch vormoderner Textualität und Autonomieästhetik fragt, zu gegenläufigen Zuspitzungen. Beides in den Blick zu bekommen, darum bemüht sich zusehends die aktuelle Sangspruchdichtungsforschung, oder sollte es jedenfalls. Diese forschungsgeschichtliche Einordnung von Buhlangs Beitrag sollte man im Hinterkopf behalten, wenn es um die Standortbestimmung enigmatischen Sprechens in der Sangspruchdichtung geht. Buhlangs skizziert den Begriff wie folgt. Unter enigmatischer Rede verstehe ich dabei in einem sehr generellen Sinne eine Art und Weise chiffrierten Sprechens, die auch gekennzeichnet ist dadurch, dass sie vor dem Hintergrund eines Wissensgefälles zur Anwendung kommt und dieses Gefälle bearbeitet. Enigmatische Rede beschränkt sich keineswegs allein auf die literarische Gattung des Rätsels. Es handelt sich vielmehr um einen Gestus, der den gesamten Raum des Wissens mitsamt seinen Akteuren unter Spannung setzt. Enigmatische Rede im weitesten Sinne kann dabei als institutioneller Mechanismus ad hoc verstanden werden, da sie in dem Moment, indem sie vollzogen wird, ein Machtgefälle konstituiert, das entlang einer Hierarchie des Wissens ausfällt und die Differenz von Wissenden und Nichtwissenden etabliert. Wesentlich ist zum einen der Aspekt des Machtgefälles, zum anderen der Charakter des Spiels, das sich zwar in einer agonalen Struktur darbietet, in dem Konflikte und Konkurrenzen ausagiert werden, allgemein zwischen Wissenden und Nichtwissenden, zwischen einzelnen Sängern, zwischen Sänger und Gönner,
zwischen ständischen Positionen und ihren ihnen zugeschriebenen Epistemen und so weiter, aber doch gleichzeitig von Rahmenbedingungen gekennzeichnet sind, welche von Sanktionen entlasten, die aufgrund der Umkehrung von Machtgefügen und der Überschreitung von normativ vorgeschriebenen Deutungskompetenzen drohen. Durch den betreffenden Redegestus, so Buhlang in Bezug auf das enigmatische Sprechen, können die in der jeweiligen Situation gegebenen Deutungshoheiten temporär außer Kraft gesetzt werden, da es etablierte Hierarchien und Gefälle zwischen Wissenden und Nichtwissenden, Sprechenden und Schweigenden zu bestätigen und zu stabilisieren, wie auch darin Veränderungen vorzunehmen vermag. Die enigmatische Rede und natürlich auch das Enigma, das Rätsel im engeren Sinne, wird also in einem spezifischen Zusammenhang von strukturellen Machtverhältnissen interpretiert, welcher nun im Kontext der Sangspruchdichtung auch in seiner sozialgeschichtlichen Konsequenz beobachtbar wird. Wir gehen also nun über den strukturellen Befund eines hierarchischen Gefälles hinaus, welche durch die Doppelnatur der rätselhaften Rede aus Frage und Antwort und derjenigen, die sie jeweils zu artikulieren befähigt sind, vorgegeben ist. Als sozialhistorisch beobachtbare Gebrauchspraxis ist das Rätsel in einer isolierten Form, welche das inhärente Machtgefälle überhaupt ausspielt, ja im Prinzip gar nicht belegt. Der Typus des Halslöserätsels beispielsweise steht ja nicht etwa wirklich in einem realhistorischen Zusammenhang von Urteilssprechung durch Rätsellösen, sondern operiert mit einer paradigmatischen, fiktiven Situation, die typischen Märchenmotiven nahesteht oder sogar entlehnt ist, auf die der Rätseltypus antwortet. Der Rätseltypus des Halslöserätsels wäre als extremste Form der existenziellen Funktion zu betrachten, während das Rätsel als bloßes Unterhaltungsspiel gewissermaßen auf der anderen Seite der Skala zu verorten wäre. Übrigens hat John R.R. Tolkien im Hobbit beide Extreme eng geführt und dabei noch die Rätselform als gesellschaftliches Vertragshandeln thematisiert. Die Hobbits lieben nämlich Rätsel als Unterhaltungselement bei ihren ausschweifenden Festen. Dass diese die Agonalität auf ein harmloses, freudespendendes Spiel abflachen, in welchem das Machtgefälle nur für den Moment des Rätsels in Kraft ist und sich dann sogleich wieder umdreht, macht es überhaupt erst möglich, dass Gollum sich auf das Spiel mit Bilbo unter dem Berg einlässt. Gollum war nämlich nicht immer die glitschige, tückische Kreatur, die Bilbo dort antrifft, sondern er war als Smergol geboren worden, der wie Bilbo selbst in einer Höhle lebte, und zwar mit seiner Oma in der Böschung des Flusses Sir Ningol, der in den Anduin mündet. Smergol ist nämlich ebenfalls ein Hobbit und daher nicht nur mit den gesellschaftlichen Bräuchen dieses Volkes bestens vertraut, sondern auch mit dessen Textgut. Dass sich Bilbo beim Rätselkampf mit Smergol bzw. Gollum, bei dem es um Leben und Tod geht, nur durch eine Frage retten kann, deren Antwort jener nicht kennen kann, liegt daran, dass das Machtgefälle zwischen beiden dauernd hin und her pendelt. Erzählt wird von 9-mal, da beiden die Rätsel des anderen jeweils geläufig sind. Das Rätselspiel müsste demnach unendlich andauern und durch den dem Spiel inhärenten Frieden zwischen den agonalen Konkurrenten, dem sich auch der Hobbit Smergol verpflichtet sieht, würde dieser weder zu einer Mahlzeit noch Bilbo aus dem Berg kommen. Erst die Frage, die formal gesehen wohl kein Rätsel ist, verschiebt das Machtgefälle auf Bilbos Seite. Dass dies natürlich bereits auf die unanfechtbare Macht des einen Ringes verweist, macht die Sache für LiteraturwissenschaftlerInnen nur umso spannender. Dem für jede Rätselstruktur generell und für die mittelalterliche Sangspruchdichtung im Besonderen wesentlichen Machtgefüge im Spannungsfeld von harmlosem Spiel und existenzieller Bedrohung hat Tolkien im Hobbit ein unverwechselbares Denkmal gesetzt. An den Sangspruchstrophen des Dichters Boppe, der zu einem der bekanntesten Autoren der Gattung gehört, auf die sich auch nicht immer nur wohlwollend zeitgenössische Dichterkollegen beziehen, macht Buhlang folgende Beobachtung, die ich etwas allgemeiner paraphrasieren möchte, um sie für eine Diskussion der Texte Reinmars und Fickfeuers hinzuöffnen. Die Texte verschlüsseln jeweils auf unterschiedliche Weise, sehr allgemein gesprochen, geistliches Wissen. Im ersten Fall handelt es sich um Motive aus der sogenannten Physiologos-Tradition, einer zunächst griechischen und dann lateinischen Textsammlung aus dem 5. Jahrhundert, welche die Eigenschaften von Tieren, Fabelwesen, Pflanzen und Mineralien christlich ausdeutet. Das zweite Beispiel verhandelt
im Prinzip theologisches Basiswissen, von dem in einem Detail abgewichen und dadurch eine causa dubia, also als zweifelhafte Angelegenheit, begründungs- und legitimationsbedürftig wird. Schließlich trägt der Autor in den Folgestrophen ein Bild vor, das als Rätsel konnotiert wird und die Verheißung, dass dem Rätsellöser höchstens Glück und Heil zuteil würden. Boulang stellt sie im Hinblick auf den Zuwachs an Prekarität in eine aufsteigende Reihung, die teils von der überlieferten Strophenfolge vorgegeben ist. Entsprechend verstärken sich sowohl die Signale des behaupteten Geltungsanspruchs, die Wahrheit zu sagen, sowie die Rechtfertigung überhaupt über die besagten Sachverhalte sprechen zu dürfen. Der Gestus der enigmatischen Rede über geistliches Wissen entspricht beidem. Zum einen kann über Gott nur allegorisch, das heißt dunkel, gesprochen werden. Zum anderen stehen die Geheimnisse Gottes nur einer exklusiv kleinen Gruppe von Menschen und auch denjenigen nur vernebelt zur Verfügung. Sowohl die Geltungsbehauptung als auch die Rechtfertigung geistlicher Rede bindet der Sandspruchdichter an ein Konzept von Kunst, das unter anderem durch die Verrätselungsstrategien als solche repräsentiert wird und das den Sandspruchdichter als Vertreter eines eigenen Standes konturiert, der sich über andere Stände und sein Publikum zu erheben anschickt. Dass dies nicht selbstverständlich ist und mit diffizilen Quellenberufungen, Unfähigkeitsbeteuerungen und Selbstbescheidungen einhergeht, impliziert erwartbare Kritik und Einspruch einerseits, welche die institutionentheoretisch argumentierende Forschung auf den grundsätzlich prekaren Status des Sangspruchdichters am Hof hat schließen lassen, verstärkt aber auch wieder im Umkehrschluss den Geltungsanspruch des Sangspruchsängers, die kritikwürdige Rede dennoch zu führen und dafür Lob vom Publikum und Lohn vom Gönner zu erhalten. Die enigmatische Rede, so Boulang, ist das Medium dieser komplexen Kippfigur von Geltungsanspruch und Rechtfertigung, die sich in der Spannung zwischen gesellschaftlich prekärem, hierarchischem Machtgefälle, Gollum, der Herr der Ringe, und von diesem entlastenden, situationsfreien Gesellschaftsspiel, Smergol, der Hobbit, bewegt. Lassen sich diese allgemeinen Beobachtungen nun auch bei Reimer von Zwitter und Fegfeuer machen, die auf den ersten Blick weit weniger komplex zu sein scheinen als die Beispiele aus dem Boppe-Övre? Die Lieder 186 und 187, die wohl eindeutig der rätselhaften Rede im engeren Sinne, also dem Rätsel, wie wir es bisher diskutiert haben, angehören, chiffrieren augenscheinlich den gleichen Gegenstand, der auch nicht sehr schwer zu erraten ist, zumal der Herausgeber Röthe ja bereits die Volkstümlichkeit der zugrunde liegenden Vorstellungen nachgewiesen hat. Der zu erratende Begriff ist in einem allegorischen Bild eines Wagens gefasst, der auf 12 Rädern 52 Frauen stetig vorwärts trägt und von 7 weißen und 7 schwarzen Pferden gezogen wird. Es ist auch für uns heute noch leicht, dahinter 12 Monate und 52 Wochen zu erkennen, die jeweils aus 7 Tagen und Nächten bestehen und insgesamt ein Jahr ergeben. Dieser Sangspruch zielt also nicht auf geistliches Wissen ab, sodass ein Legitimationsbedarf aufgrund prekärer, den Stand unangemessener Rede ausfällt. Das Rätsel lösen wird aber dennoch mit einer Verheißung verbunden, die den Sangspruchdichter mit einer nicht unerheblichen Macht ausstattet, nämlich dem Publikum den Erwerb göttlicher Gnade nicht nur in Aussicht zu stellen, sondern überhaupt das Mittel, mit dem der göttliche Lohn erlangt werden kann, zu präsentieren, indem er ihm das Rätsel aufgibt. Damit wird der Sangspruchdichter zum Sachwalter göttlichen Heils, was seine Kunst durchaus im Funktionsbereich derer erscheinen lässt, die sonst für die diesseitige Heilsvermittlung zuständig sind. So bedient sich Reimer ganz ähnlich wie Boppe an einer geistlichen Handlungsmacht, indem das Rätselstellen als Heilsvermittlung und die Lösung als Heil selbst daherkommt. Das ist auch deshalb leidlich unerhört, weil Reimer das Lösungswort in der Verheißung versteckt und so das Heil im Prinzip selbst spendet, fast so wie der Priester die Hostie. Natürlich heißt das auch, dass der Dichter sich diese Gnade selbst erst erworben hat, weil er über das Lösungswort verfügt. Die Pointe, auf die das Rätselspiel um das göttliche Heil hinausläuft, ist, dass am Ende gar nicht ganz so klar ist, wer mit dem Meister in der letzten Zeile eigentlich gemeint ist, wie es zunächst erschienen sein mag.
Der Text 187, der eine etwas andere Variante des Jahresrätsels darstellt, die die vier Jahreszeiten enthält und die sieben Tage und Nächte als 14 Pferde zusammenfasst, sieht etwas anders aus. Unklar ist nur, wer mit der Schwester in Zeile 3 gemeint ist. Fritz Löwenthal schlägt auf Grundlage zweier nordischer Jahresrätsel den Sonntag vor, die ihn am besonderen Tag hervorheben, der jeder der 52 Wochen zugehört. Ich vertiefe das hier nicht weiter, seine durchaus plausible Interpretation kann nachgelesen werden. Für unseren Zusammenhang ist etwas anderes interessant. Im ersten Vers heißt es, des Lied ist voll Wundersgar, und in Vers 7 noch einmal, merket Wunder. Was ist hier gemeint? Die Rätselforschung weist vielfach darauf hin, dass viele Texte mit dem Lexem Wunder auf ihre Rätselhaftigkeit hinweisen und so etwas wie einen Gattungsterminus vorprägen. Das könnte auch hier der Fall sein, denn um etwas, das Staunen oder Verwunderung auslösen könnte, wie der Begriff sonst zu verstehen ist, handelt es sich eigentlich nicht. Wunder bezöge sich dann auf Verrätselung, also solche, und würde dem Spruchdichter als Leistung, ein Wunder geschaffen zu haben, zufallen. Das Kunstprodukt würde dann auch als ein Gegenstand von außergewöhnlicher Art entsprechend Bewunderung erheischen wollen. Der letzte Vers, der sich auf das sprechende Ich bezieht, wiederholt dann wieder den Anspruch des Sängers, sich durch seine Kunst die Gnade Gottes auf ein friedvolles, gesundes Jahr zu verdient zu haben. Der Text 188 beginnt mit einer expliziten Aufforderung des Publikums, das folgende Rätsel zu lösen. Der Zusatz, durch Gott, um den Willen Gottes also, lässt einen geistlichen Lösungsgegenstand bereits erahnen. Was dann folgt, lässt sofort an eine der Basisaporien des christlichen Abendlandes denken, die Menschwerdung Gottes und die Erlösung durch den Kreuzestod Christi. Dass da nir erstarb und ist doch ewiglichen Tod noch immer mag ersterben. Damit endet im Prinzip auch schon das Rätsel als solches, was durch eine erneute Rateaufforderung markiert wird und dem Zusatz, dass der Rätselsteller, das sprechende Ich, die Lösung bereits kennt. Dass es sich beim zu erratenden Gegenstand um exklusiv geistliches Wissen handelt, wird deutlich, weil Laien womöglich, wenn sie jedenfalls tump sind, ausgeschlossen bleiben. Und selbst wenn es welche gäbe, die ihn erraten könnten, derer doch nur sehr wenige seien. Da das Ich des Rätsels Lösung kennt, weist es sich schon zu dieser kleinen, exklusiven Gruppe Wissender zugehörig aus. Dieser Status wird folglich noch überstiegen, indem das Ich dem ratenden Publikum zum einen Hinweise für die Enträtselung gibt, welches aufgrund individuellen Erfahrungswissens hat und es aus der Gruppe derjenigen hervortreten lässt, die den Lösungsgegenstand nur erraten können, anstatt ihn selbst geschaut zu haben. Zum anderen betont das Ich fünfmal den Status des Wunders, welches hier nicht nur gemeint ist, sondern vom Ich selbst wiederum vermittels der Begnadung durch das zu erratende Wunder erschaffen wird. Die Wiederholung des Lexems Wunder, die in der Vortragssituation auch klangliche Qualitäten entwickelt und die jeweiligen syntaktischen Verknüpfungen multiplizieren auch die Subjekt-Objekt-Beziehungen, denn es ist in dieser Zeile keineswegs eindeutig, ob das Ich das Wunder um des Wunders willen besingt oder das Besingen des Wunders selbst das Wunder darstellt. Grammatisch sind nämlich beide Lesarten möglich. Das Ich und der zu erratende, wundersame Gegenstand, der natürlich nichts anderes als Christus selbst ist, werden einander von Vers zu Vers ähnlicher, so dass im letzten Vers gar nicht mehr klar ist, wer eigentlich spricht. Wer ist das Subjekt des letzten Verses? Zum Abschluss noch ein paar Sätze zu Fegfeuers Text 1. Ich bin mir unsicher, was er bedeuten soll. Das Rätsel ist bis zum heutigen Tag, soweit ich weiß, ungelöst. Der Text ist kryptisch, die Übersetzung schwierig und enthält viele Fragezeichen. Der Kern des Textes scheint in Vers 8 zu schlimmern. Wobei eben unklar ist, ob Laster sich innerhalb des allegorischen Entwurfs als Lasten, die der Wagen transportiert, oder auf der Konnotationsebene als Laster, die der Mensch als sündiges Verhalten hat, zu verstehen ist.
Ich bin geneigt, für die erste Variante zu plädieren, denn es wäre sonst die einzige Stelle, an der die Allegorie zugunsten der Deutung aufgebrochen ist. Andererseits ist die Mischung von direkten und indirekten Angaben, worauf Thomas Tomaszecke hingewiesen hat, ein durchaus häufiges Verfahren von Rätseln. Lassen wir Ersteres gelten, müsste man sich das Bild wohl in etwa so vorstellen. Ein klappriger Karren fährt vor einem starken Wagen, der von 6 Pferden gezogen wird, während vor den Karren 2 störrische Klepper gespannt sind. Die Rungen, mit denen die Ladung auf dem Wagen befestigt ist, reiben wohl durch die Bewegung des Wagens an der Last und verschleißen sie. Soweit so gut. Das Ich ist nun Zeuge dieser Szene, die es offenbar nicht aktiv beeinflussen kann. Deshalb würde es der Sache auch gar nicht weiter auf den Grund gehen, wenn da nicht manniges Wille wäre. Offenbar obliegt dem Ich eine Deutungshoheit gegenüber solcher Art Phänomene, da ihm ein wie auch immer gearteter Wissens- oder Weisheitsvorsprung obliegt. Hier ließe sich der Geltungsanspruch des Sangspruchdichters, Sachwalter und Verkünder exklusiven Wissens zu sein herauslesen. In dieser Rolle evaluiert das Ich folgend das Verhalten des schwachen Karren, der nur von 2 störrischen Kleppern gezogen, den starken Wagen mit seinen 6 stattlichen Rössern ausbremst. Die Karre wäre wohl dahinter blibben. Da sich folglich 4 Wagen nicht vorwärts bewegen kann, da sich folglich der Wagen nicht vorwärts bewegen kann, können die Rungen auch nicht die Lasten abfeilen, wovon man eigentlich meinen sollte, dass ein solcher Verschleiß nicht unbedingt ein erwünschter Effekt sei. Hier handelt es sich aber offenbar genau darum, was dafür sprechen könnte, dass hier die Laster des Menschen gemeint sind, die durch ein stetes Fortkommen, zum Beispiel durch gute Worte und Werke, abgetragen würden. Dem stehen aber, wie das ich aus eigener Erfahrung zu beklagen weiß, Personen im Weg, die ein Fortkommen des Wagens verhindern. Das macht schon Sinn, wenn man eine geistliche Lesart des Textes bevorzugt. Wolfgang von Wangenheim hatte diese Personen als kleine Gruppe von Sündern und Heretikern bestimmt, welche 6 Tugenden kompromittieren würden. Davon abgesehen, dass die Zahl der Tugenden normalerweise 7 ist, die mit den 7 Hauptsünden und den 7 Gaben des Heiligen Geistes korrespondieren, denken wir noch einmal zurück an Bulangs Überlegungen zur enigmatischen Rede als Chiffre von Kommunikationsproblemen bei Hofe. Denkbar wäre vor diesem Hintergrund, dass mit den Lasten die ökonomischen Einschränkungen gemeint sind, die ein fahrender Sänger mit wechselnden Gönnern und daher unsicherem Einkommen zugunsten seiner Kunstübungen ausgesetzt ist. Ist der Wagen gut unterwegs, nutzen die Rungen diese Lasten ab, was so viel heißt, dass der Rubel rollt und der Fahrende sein Auskommen hat. Der schwache Karren und die störrischen Klepper könnten dann zweierlei bedeuten. Entweder, was einem der meist verbreiteten Topoi der Sangspruchdichtung entspräche und es ja auch die Pointe des Boppelspruches mit den Physiologus-Motiven ist, die geizigen Herrscher, die keine Milde walten lassen und den Sangspruchdichter schlecht oder gar nicht bezahlten. Oder die Dichterkonkurrenten, die durch ihre schlechte Kunst die Karriere Fegfeuers behinderten. Ich bin geneigt, die erste Deutung zu präferieren. Was meinen Sie?